Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade im LS19 am Samstagmorgen zusammen mit dem Philipp. Hallo. Hi. So, wir haben gestern bzw. am Mittwoch die die zwei und den drei sind eigentlich drei Anhänger komplett voll mit Silage beladen und da heißt jetzt dann auch wieder auf geht's zum BGA, zur BGA, um das Zeug da abzuladen. Ich habe vielleicht den Anhänger verloren. Hast du schon abgeguckt? Ja. Ja. Ich glaube, es tut ihm nicht ganz so gut, im voll beladenen Zustand einfach mal so unter der Fahrt abgekuppelt zu werden. Nö, jetzt steht er auch noch falsch rum da. Oh, wer hat denn die Autos denn gepackt, Mann, ey? Als ob er uns in. Stehst du vor unserem Haus oder was? So, wir verlassen die Ortschaft Rade und begeben uns in unbekanntes Land zur BGA. Ich glaube, das Licht kann ich auch mal wieder ausmachen, weil es ist schon so hell. Da brauche ich kein Fahrtlicht mehr. So, bremsen wir, hier ist doch ein kleiner Hopper. So, passt. Jetzt hat. So, dann laden wir vorne auch noch ab. Komme! Yay! Komme mit MP3-Gebrüll. Ah, jetzt hat's synchronisiert, ich dachte mir schon. Wo ist denn die ganze Silage hin? Oh, sie ist da. Jetzt müssen wir mal gucken, weil der Weg ist nicht allzu breit. Sehen wir ihn schon? Unser Feld ist. Scheiße, ich wollte gerade sagen, unser Feld ist noch nicht angesät. Jo. Ja, die Sonnenblumen sind zwar schon reif, aber egal. Da kommt vorne kommt er. Ich glaube. Ich kann nicht bremsen, Schutz, stehe ich. Ja. Scheiße. Vielleicht war da am Baum. Fährst du mit 59 oder was der Teil läuft? Ne, 58 glaube ich, läuft der Spitze. 55. Oder 57 und da kommt immer so ein Baum und Ratsch. Vollbremsung innerhalb von Sekunden, naja. Totalschaden ist da. Jetzt hat. Geht wieder. Let's go. Ich bin den Berg oben, das ist der Vorteil. Das habe ich gewollt. Der Rest ist wurscht. Aber am Berg anfahren. Ja, mit 280 PS Tridem und nicht so ganz ja, knappe angenehm. 33 Tonnen ist nicht angenehm. Da muss schon ganz kleine Übersetzung mehr haben. Ich hätte vielleicht ein Problem. Gucken wir mal kurz auf die Karte, wo ist er? Ich stehe da und komm nicht vom Fleck. Komm ja nicht hier. Alter, dann sperre alles an. Ist alles an. Wer hat denn den starken Bauer ausgemacht, Alter? Ich gehe, wir sind auf hier. Ich auf jeden Fall nicht. Der kommt dann nicht mehr raus mit dem starken Bauer. Ich brauche Hilfe. Vielleicht ein bisschen schwer. Warte, lass mich mal kurz einsteigen. Ich rette ihn. Ich glaube, ich hab's. Warte. Nicht einsteigen. Das wird ein kleiner MB-Drag-Porno, Alter. Was? Also die Zeitschrift wäre schon mal da. Liegt bei mir nicht auf dem Ball. Komm schon, gib Knallgas, MB-Drag. Habe ich eine kleine Übersetzung drin? Ja, habe ich. Ich mache hier mal einen Haufen. Weiß nicht, ob es das bringt, aber ich doch. Nee, oder auch nicht. So, ich hoffe mal, ich habe genügend Platz gelassen zum Verwenden. Aber gut, das passt. Komm schon, gib alles. Ja! Er hat's. Jetzt? Die Lenkung war vielleicht ein bisschen spät oder leicht vorne und dann bin ich ja mit 57 auf den einen Silageberg von mir drauf gedonnert. Hat noch so relativ normal ausgeschaut, bis ich dann stecken geblieben bin.
Ja, ab da ist dann glaube ich ein bisschen suboptimal. Ey, wäre jetzt ein Lenkrad und eine Wurstsemmel. Richtige Zilie. Ja. Feeling. Eins fehlt noch. Ja? Gute Flasche Bier, Alter, die muss immer sein. Nee, beim Zilieren nicht. Dann halt Red Bull. Ist auch scheiße. Kommt nicht gut bei Polizisten. Glaub Red mir. Red Bull? Ja. Ja, weil es ein Energy Drink ist. Genau, und der hauptsächliche Grund ist, weil. Der dann denkt, du bist müde, dann lassen sie dich nicht überfahren. Also immer schön beim Traktorfahren Wasser oder irgendeine Schorle. Ja, erst wenn dann Feierabend ist und man hockt dann abends schön auf der Bierbank, dann gibt's Bier, Alter. Oder in einem Container oder Bauwagen, dann kann man ruhig mal die ein oder andere Pulle wegsaufen, was? Die eine oder andere halbe. Weggekippt. Ja, wenn dann kommt durch ein Mastdruck noch. Nein, Mastdruck ist zu viel. Wenn dann halbe Action, was? Was? Ja, wir haben schon über so viel Sachen geredet, was das Video auf FSK 18 schalten kann. Echt ein Probi. Aber ja. Bist du wieder was umgeschmissen? Nee, fast umgeschmissen, alles gut. Wie das denn? Du hast einen leeren Anhänger dran. Ich bin schon wieder da, weil es dir nicht aufgefallen ist. Ach so. Ich hab grad fast den Skorpion umgeschmissen von uns. Ja gut. Das wäre glaube ich nicht ganz so optimal gewesen. Weil wir haben gerade momentan nur 21.000 auf dem Konto. Da können wir uns nicht so schnell einen Ersatz kaufen. Das heißt sparen. Ja, wir müssen irgendwie. Fahr mal schnell zum Spar auf Österreich. Ja. Ist kein Placement, Leute. Alles gut. Gibt doch alle andere wunderschöne Marken. Das wird die letzte Schippe wohl sein und dann wird der Anhänger voll. Ja, was hab ich gesagt? Wie die guten. Ich muss die Förderbänder wieder mal versetzen. Das mache ich aber nach dem. Ja, die Förderbänder muss ich versetzen. Aber ich würde dann dieses Silo, diesen Hänger voll machen und dann von der anderen Seite bei deinem Silo anfangen, weil das Silo dann für die Viecher lassen, also für die Kühe. Ja, kann man ehrlich machen. Gesagt. Weil das ist eh das. Weil es bei 50.000 Liter ungefähr sind jetzt noch drinnen. Das reicht eigentlich noch. Ja, ich glaube, das reicht eine gute Zeit. Ansonsten müssen wir nochmal eine Häcksel-Saison starten. Mit Feld 7? Oh Gott. So kann man jetzt da was ist drauf, glaub. Weizen. Weizen, ja. Das geht eigentlich schnell runtergedroschen. Ja. Oh, ich freue mich schon auf das ganze Stroh dann. Im Notfall holen wir uns ein LU-Fahrzeug. Ja. Ein LU-Fahrzeug vom Händler, vom LU. Vom Händler, vom LU, ja. Egal. Wenn wir Feld 7 dann dreschen, ich weiß gar nicht, wollen wir das Stroh häckseln oder? Ach so, nee, wenn dann ablegen und dann pressen. Ah, ich freue mich schon. Weil den Autostack hätten wir ja, also dann mit Autostack holen.
Und ansonsten müssen wir halt entweder wirklich nochmal mit dem Frontlader an oder wir mieten uns einfach schnell einen zweiten. Nee, also ich glaube sogar, dass. Ja, okay, wenn man den Unimog-Fahren dran hat, geht's eigentlich, glaube ich, relativ fix. Und ich glaube, ich habe inzwischen auch schon einen relativ guten Dreh hier draußen mit dem Joystick und dem Beladen. Ich fahre jetzt da mal die Hexe gut weg. Oh, ich fahre mal in den hinteren, ich muss ja in den vorderen. Oh, da ist der gute Lack, der gute schwarze Lack von der Schaufel schon wieder abgeblättert. Der geht schnell weg, bei der ersten Schippe meistens schon. Ja, ja. Überhaupt wenn er am Boden entlang kratzt. Und das ist ja auch Beton oder was es ist. Teer muss es, sollte es sein. Oder Teer, ja. Der ist da nicht aufgesammelt, was ist das? Hm? Egal. Also das hätte ich gut nicht aufgesammelt, oder? Ja. Egal, dann schütte ich's. Wo soll ich das hin tun? Ich tue es in Silo. Ja, kann ich auch machen. Also in das Standard-Ding Silo hier halt. Ich habe hier hinten auch noch was liegen bei mir. Glaubt, es ist nicht reingegangen. Knapp. Kann möglich kann sein. Also welches meinst du, das Multifrucht-Silo oder? Ja. Normalerweise müsste extra gut reingehen. Also normalerweise kam er, also ich habe dann auch schon mal Stroh hier vorne, wo die Hänger drin stehen, drin reingeschüttet. Das geht ja dann genauso, wird halt dann nach außen verlagert, aber ich glaube, das ist nicht reingegangen. Na gut, war es bloß so, war es auch nicht viel, also so. Ja, so eine Handvoll. Der Schaufel. Also Handschaufel. So, nach Gefühl wird das auch schon wieder wahrscheinlich die letzte Schaufel voll sein. Hausch doch in den Hänger. Gib's doch zu. Hm? Schaust doch in den Hänger, gib's doch zu. Ja, tue ich sie in den Hänger rein. Vielleicht fliegen können. Möglich. So, ich frage jetzt, passt mir da wieder zwischendurch oder eher nicht? Eher nicht, okay. Wir fahren außerdem. Da liegt gleich noch ein bisschen was. Ja, Frontlader darf die passen. Dann machen wir noch die Klonen drauf. Wenn ich so, die immer so kleine Stückchen oben raus. Ist auch schon wieder voll. Ja. Ich folge unauffällig. Unauffällig geht's glaube ich nicht. Ich höre deinen Sound im Hintergrund. Ad. Was, der ist ja sau leise. Der Betrag ist ja sau still, also so leise. Ja, ja. Der ist eh. Was? Ist ja wie ein moderner Fendt heutzutage. Da hat man nicht. Mhm.
So, da sind die zwei wunderschönen Häufchens. Hätte ich vielleicht den Frontlader mal ein bisschen hoch machen sollen. So, meine Vorderringe noch außen leeren. Alter, kommt da raufgeschossen. Was wäre raufgestoßen? Jetzt hängt er. Ja. So. Von Kornschieber aus. Wenn ich mir den schieben muss, sagst du es. Ja, wäre vielleicht nett. Okay. Geht ja. Rest schaff ich selber. Jetzt kommst du nicht mehr weg, ne? Doch, warte, ich schaff's. Okay. Du hättest vielleicht deine Hänge abhängen sollen, wäre vielleicht schlauer gewesen für dich. Ah, gut. Ist vielleicht nur der ein oder andere Schaden an der Anhängerkupplung oder an der Deichsel entstanden, aber alles gut. Egal, Deichsel halb verbogen. Passt schon. Alles gut, man kann weiterfahren. Hänger schleift so halb am Boden, aber alles gut. Reifen geplatzt, weil er verbrannt ist, egal. Sag du halb abgefackelt. Scheiß drauf. Hier, Alter. Hallo, nicht drängeln da hinten. Ich sehe ihn nicht. Ich dränge doch gar nicht. Also, ich schieb doch bloß. Leer kannst du ja schneller fahren. Ja. Ich schiebe. So, jetzt aber Vollbremsung rein. So, mal gucken, ob wir auf der Beschleunigung abhängen können. Nee, nicht wirklich. Doch. Verdammte Kacke. Verdammte Axt. Ich sehe nur plötzlich den Anhänger hinten quer stehen. Ah, du wolltest mich. Ich hänge. Ich werde beladen, Hilfe. Ist doch egal, ist das gleiche Kilo. Du hast mich gerade voll im öhrigen Zaun fahren lassen, jetzt habe ich mich so blöd verkeilt. Nee. Das hat man davon, wenn man mich anschiebt. Ich hab dich nicht angeschoben. Mein Anhänger war quer, ich hab's im Spiegel gesehen. Egal, nein, stimmt nicht. Ja. Du hast nichts gesehen. Wie würde Alf sagen? Aber die Frage ist, warum schaufel ich nicht bei dir mit? Weil bei mir eigentlich die ganze Arbeit des Förderband macht. Ich glaube, weil wir einfach zu zweit schlecht Platz haben. Glaube ich. Außer du wirst von der anderen Seite beladen, dann ja. Aber beide aus einer Silo. Aus einer Silo, ja. Wird's glaube ich ein bisschen eng. Ach was, das schaffen wir schon. Ah, oh, der wird wirklich eng. Ja. Warum stellen wir den auch so hin? Warte. Ich bin wendig, ich brauche nicht viel Platz. Ja. Komm mit drin, die Party. Jo. Kann ich eigentlich auch ganz einfahren wieder, ne? Ja, könnte ich machen. Was ist jetzt bloß mit dem Skorpion? Du hast so weit runtergelassen, die Schaufel. Ist der vordere schon voll? Nee, ne? Nee. Bin ja vor 5 Minuten vor ein paar Sekunden hergefahren. Okay, ich muss doch noch ein bisschen ausfahren, den Arm. Und brauche ich viel Platz? Nee, ne? Jetzt geht sogar. Oh, ich hänge an der Mauer. Bitte. Jetzt weil ihr immer auf die anderen aufpasst, ne? Jetzt, ja. Jetzt wird uns wieder schlimmer vorgestellt. Alles gut, fahr zurück. Ich hab's nicht so eilig wie du. Aber ich glaube nicht, dass das Förderband so schnell ist wie wir zwei, oder? Doch. Beim Förderband mache ich 4 Schaufeln und der Hänger ist voll, also von dem her. Ja, okay, dann geht's dementsprechend schnell. Und außerdem, wir müssen ja den Frontlader runterlassen, die Schaufel befüllen.
und das Weiterbahn kann halt dauerhaft. Ich stehe halt ein bisschen blödes drinnen, ne? Bisschen. Aber ihr habt gerettet. Fahr rein. Schon mal ein bisschen was an der Seite. Also ich habe hier vorne so knapp 1700 Liter Häckselgut abgeladen, das habe ich schon richtig platt gefahren. Richtig verteilt worden. Was war jetzt das? Ach, ich bin am Hänger ein bisschen hängen geblieben. Nimm halt das kleine Eck da vorne mit, fahr noch ein bisschen zurück, setz zurück. Das zurück. Von der Kamera an sich, die wo ich jetzt gerade hatte, habe ich das noch gar nicht gesehen. Dass da auch noch so eine kleine Ecke ist. So, da ein bisschen drehen hier. So, Schaufel runter. Und dann nehmen wir das mit hier. Normalerweise braucht ein Teleskoplader. Ja, mehr oder weniger. Nicht mehr Platz als wie ein Tandem-Anhänger. Kleiner, also von Drehschirm halt. Ja, ist relativ wendig. Er hat halt auch Allradlenkung, muss man dazu sagen. Hast du vorne noch Platz? Bisschen was. Auch nicht mehr allzu viel. Ich hab da vorne ein bisschen was verloren. Ich hab die Hälfte wieder ausgeladen, perfekt. So, sieht gut aus. Ich nehme noch eine Schaufel und dann schütte ich die hier hinten rein. Jo. Dann müsstest du fahren können eigentlich. Guck schon mal an hier. Zack. Ich schau dann vor zu meinem. Vorne kann man schon klar. Bei der Frontlader geht mal runter, wenn ich N drücke. Ich muss das mal wegmachen. Das werde ich dann gleich nach der Aufnahme machen. Ich spiel voll. Weiß. Das ist ein kleines Häufchen, da bin ich da drüber gefahren. Ja, und der MB-Truck ist auch voll. Leute, das hat so schnell voll lädt, cool. Zack. Ja, das ist tatsächlich immer ein bisschen langsamer in Erinnerung. Dafür, dass es so langsam ist, geht's richtig flott. Ja. Naja, der ist nicht ganz voll. Hoi. Hat's keinen Bock mehr gehabt oder was? Nee, ich hab ein bisschen vorfahren müssen. Ah. Wie viel Prozent? Ja, 97, das geht ja voll klar. Ich fahr weiter. Mir egal jetzt. Hätte ich weiter, bisschen weiter vorgefahren, dann wär's gegangen. Ja. Haben wir noch starken Bauerhinweis? Normal schon, ja. Bisschen. Ich weiß nicht, ob's an ihm liegt. Oder einfach, wenn wir die Nähe von unserem Hof bin. Leckt ein bisschen. Ja, bei hier jetzt eigentlich an der FPS-Zahl an der FPS-Anzahl liegt es nicht. Alter. Mit 40 hier reinfallen ist keine gute Idee. Boah, Alter, hab ich mich gerade den Arsch weggeschoben. Ich muss schon wieder mein Headset anstecken. Der ist halt der Vorteil, wenn man Kabel dran hat. Aber der Vorteil vom Kabellosen ist halt wieder, dass man auch mal weggehen kann. Und also aufs Klo gehen kann. Einfach nur stumm schalten. Aber ich muss sagen, da lasse ich das Headset lieber am Platz liegen, als wieder sie mit auf Klo nehmen. Aber jedem das seine. So. Ganz problematisch wird es, wenn man auf groß auf die Toilette kurz muss und man das Headset vergisst sich zu muten, ja, dann ist vielleicht nicht ganz so optimal, ne? Was ist? Also ich war kurz weg. Ja, ist glaube ich nicht so ganz optimal, wenn man jetzt aufs Klo groß geht, also auf Toilette, und dann halt merkt, oh scheiße, ich habe vergessen mich zu muten. Ja. Ist mir bis jetzt noch nicht passiert. Nee, das hätte ich mir gekriegt, glaube ich. Ja. Weil wir spielen doch nicht wenig miteinander.
Nee. Da kommt wieder ein wilder MB-Truck. Ich stehe ganz vorbei. Zum Glück habe ich da die Bäume immer umgeschnitten. Ja, die fliegen immer so. Oh, ich hänge. Du hast da mal die Bäume umgeschnitten? Ja, Alter, weil ich kann mit dem Drescher nicht rein. Und die sind jetzt... Also oh, hier ist ja aber mal voll der Haufen jetzt. Ja, bevor wir dreschen, würden wir hier vielleicht den einen oder anderen Baum oder die eine oder andere kleine Birke aus dem Feld räumen, weil die ist ja gerade vielleicht... Ich muss deinen Weg zumachen, sonst komme ich nicht. Oh, oh. Ich hab leider deinen Weg zugemacht. Egal, dann fahre ich halt jetzt von der anderen Seite dann. Auto. Warte. Boah, Alter. Werde ich dich noch einholen? Nee, ne? Eigentlich nicht. Ich glaub's nicht, weil ich bin jetzt bei unserer Hofeinfahrt. Nee, ich fahr jetzt bei der BGA-Ausfahrt raus. Ist normal, dass ich mit 50 da rausfahren kann? Na gut. Wenn ich Stahl anfahre, dann schon. Läuft? Egal. Ich habe jetzt auf meinem Fan schon 7,2 Stunden drauf, Alter. Beta hat 5. 5,7. Ah ja, der Betrag war die mit dem, wo ich angesehen hab. Alter, das war eine Aufgabe. Holy shit, Bruder. Und dann noch was Nacht. Boah. Ich glaub, ohne GPS wäre es noch ein bisschen nerviger gewesen. Du brauchst gar nichts sagen. Konsole, Alter. Kein GPS, kein CP, kein gar nichts. Ja, früher ist. Konsole. Also früher war ich ja Konsolspieler, aber... Ja. Aber ich versuch's auch mal... Trotzdem, da hat man's dann halt noch mit dem Helfer geschafft. Ja. Hat man noch Zeit, ne? Bei Tauke da. Kommst du da hinten vorbei, ja, ne? Echt? Ja. Bin nicht so breit. Da ist eine Betonwand. Oh. Vielleicht hängen geblieben. Ja, minimal. Hat der Reifen vielleicht ein bisschen an der Mauer geschaut. Aber nur vielleicht. Vielleicht hat er auch Luft verloren. Auch das ist möglich. So, liebe Leute, aber die heutige Folge ist tatsächlich auch schon wieder zu Ende. Die ist tatsächlich ein bisschen länger geworden. Ich habe ganz vergessen, auf die Zeit zu gucken. Aber ich glaube, das macht euch ja nicht viel aus. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wäre natürlich sehr nett. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinde Radio. Jetzt kommt nochmal sein Spruch. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und ist kostenlos. Also, ciao. Jo, bis morgen. Haut rein und ciao, ciao. There ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.